Freunde, wenn ihr ein Gehirn habt, dann lasst bitte unbedingt eure Finger hiervon. Bitte. Und das ist mir so ein ernstes Anliegen. Ich kann hier nicht mal das lustige Intro abspielen. Deswegen jetzt Türchen Nummer 12. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Gimmick Review. Bisher habe ich in meinen Gimmick Reviews immer über Gimmicks gesprochen, die ich euch wärmstens empfehlen kann. In der Infokarte da oben geht es zur ganzen Playlist. Ich habe bisher nur über Gimmicks gesprochen, wo ich wirklich der Überzeugung bin, ey, damit tue ich euch einen Gefallen, wenn ich euch das empfehle. Aber diese Serie war eigentlich nicht nur dazu gedacht, gute Dinge zu empfehlen, sondern auch euch von schlechten Dingen abzuraten. Dazu habe ich noch keine eigene Folge gemacht und das möchte ich heute tun. Fangen wir an mit meiner größten Enttäuschung, die ich jemals in der Zauberei erlitten habe. Absolut Zero von Sans Minds. Der Name der Produzenten ist da auch schon Programm. Was ist Absolute Zero und warum empfehle ich euch auf jeden Fall, lasst die Finger davon. Absolute Zero ist ein Gimmick, das uns ermöglichen soll, Superkräfte vorzutäuschen, nämlich kleine Objekte von unseren Zuschauern auszuleihen, der Ring von einer Zuschauerin, eine Münze von einem Zuschauer, seine Kette, wie auch immer, in unsere Hand zu legen, drauf zu hauchen und das Ding friert ein. Und man sieht, wie es einfriert und der Zuschauer kann fühlen, es ist wirklich eiskalt. Das ist die Grundidee dahinter. Wir schauen uns einfach mal zusammen den Trailer an. Admit it. At some point in your childhood, you've dreamed of having superpowers. To do things beyond what's possible in our physical world. Now you can, with Absolute Zero. Yo, what Whoa! The f- Oh my god, it's cold! It's freezing! It's oh my god! Take it, how do you feel? It's frozen! Imagine having the power to freeze objects in your spectator's hand with just a simple blow. The secret lies in an intricate device that is easily concealed in the palm of your hand. With 3 years in development, a pocket-sized liquid nitrogen pressure container was made with precise inner pressure point calculation. The device is armored in multiple layers of durable material, so it's completely safe to use. There's no complicated setup, preparation, or choreography. It just sits in your pocket, waiting for the right moment to shine. The best part is that the device doesn't do the magic for you. You do. Before you even begin to demonstrate your supernatural ability, the device is already back in your pocket. That means you have complete control on when you want to cover the object in frost. What? How do you feel? How do you feel? It's cold, right? Show to the camera. Oh my god, it's cold. Still has your signature, right? Check your signature. It's the same con. It's mine. Yes. It's your con. Wow. Imagine being able to freeze things at your will, like Superman, once you're equipped with Absolute Zero. Finally, a practical secret weapon that gives you a superhero power at your disposal. Get it now, worldwide. What the f***? Und Bock das zu kaufen? Seid ihr emotional berührt von diesem Trailer? Ich war es damals und hab's mir geholt. Ich bekam ein Paket und darin befand sich genau diese Kiste hier. Das hatte ich sogar mal in einem Vlog gezeigt. Ich öffnete dieses Paket und fand darin so einen weirden Apparatus. So weit, so gut. Das Ding soll ich easy palmieren können und da muss ich auch sagen, bei meiner Handgröße ist das jetzt erstmal gar kein Problem. Wenn ihr ein bisschen spitze übersteht, das kann man ja abschneiden. Ist ja alles erstmal so weit easy. Und wie mache ich damit jetzt dieses Objekt hier eiskalt? Naja, mit flüssigem Stickstoff bei minus 180 Grad oder so. Ist der mitgeliefert? Nein, natürlich nicht. Bedeutet, ich muss mir diesen flüssigen Stickstoff selbst besorgen. Woher krieg ich flüssigen Stickstoff, war dann erstmal meine Frage. Im Tutorial wird gesagt, ja, easy, international kriegst du überall, kostet irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro oder so und dann hast du Stickstoff. Das ist gar nicht so einfach, flüssigen Stickstoff zu kriegen, den du dann hier einfüllen kannst. Das ist überhaupt nicht so einfach. Also gut, dann besorgst du dir Stickstoff, dann befüllst du das Ding, alles klar. Was jetzt? Wie performe ich das jetzt? Okay, ich habe jetzt das hier, sagen wir mal, ich habe das hier in meiner Tasche, okay? Und ich bringe das jetzt zum Einsatz, mein Zuschauer gibt mir ein Objekt, zum Beispiel diesen Ring. So, wie mache ich das jetzt kalt? Die Idee dahinter ist, dass ich in einem passenden Moment dieses Handling hier einnehme oder ein ähnliches Handling meiner Wahl, das Objekt kalt mache und es dann vor den Augen meiner Zuschauer, jetzt habe ich das Objekt schon wieder in meiner Tasche, vor den Augen meiner Zuschauer anhauche
und dadurch bildet sich dann der Frost da drauf und der Zuschauer denkt, jetzt gerade habe ich es mit meinem Atem eingefroren, er fühlt, oh, das ist ja wirklich kalt, krasser Trick. Das ist so unnatürlich, das ist so ein miserables Handling. Kein Mensch der Welt kriegt ein Objekt und macht erstmal sowas hier. Das ist, warum? Mein Zuschauer soll das doch sehen können. In einem passenden Moment der Misdirection, okay. Aber misdirecte mal, der Zuschauer gibt dir sein Objekt, seinen teuren Ring, okay? Und ich muss ihn jetzt so ablenken, dass er nicht mitkriegt, dass ich irgendwas mache mit seinem Ring. Bedeutet, okay, und jetzt stell dir vor, du hättest Superkräfte, ja? Was wäre deine... Nee, das ergibt keinen Sinn. Warum sollte ich es verdecken? Aber das Schlimmste kommt noch. Denn wenn ich jetzt das Gimmick einsetzen will, passiert das hier. Okay, stell dir vor, du wärst ein Superheld. Das Ding macht Geräusche. Und zwar so laute Geräusche, du kannst es nicht in einem normalen Raum performen. Du kannst es nur in der Disco, also im Club, also aktuell gar nicht performen. Oder an einer lautbefahrenen Straße. Irgendwo, wo ganz, ganz viele Menschen sind, wo laute Musik ist. Sonst kannst du das nicht performen. Du kannst nicht im Close-Up in einer ruhigen Cocktail-Atmosphäre. Es läuft schöne Bossa Nova-Musik im Hintergrund. Du bist auf einem Firmen-Event. Du gehst an den Tisch der Geschäftsleitung und sagst, okay, wer von ihnen hat schon immer mal davon geträumt, Superkräfte zu haben? Ich habe immer davon geträumt, Dinge mit meinem Atem einfrieren zu können. Nee, Alter, das geht nicht. Das geht doch nicht. Das ist laut. Und es kostet überall über 80 Euro. Teilweise 100 Euro. Nee, ich zahle keine 80 Euro dafür. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Jetzt kommt die größte Frechheit. Dieser verblüffende Trick beinhaltet ein hochentwickeltes Stickstoffdrucksystem und wird von vielen bekannten Zauberkünstlern in höchsten Tönen gelobt. Wirklich? Viele bekannte Zauberkünstler loben das in höchsten Tönen? Ich habe ein Zitat gefunden von Patrick Kuhn, der das Ganze gut finden soll. Das lasse ich jetzt einfach mal stehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen Szenario genannt wurde von ihm. Ich kann nur spekulieren. Okay, das ist jetzt meine persönliche Wertung. Das lassen wir jetzt weg. Ich versuche wirklich so objektiv wie möglich zu bleiben. Also was ich bisher angesprochen habe, ist halt wirklich einfach so objektiv, wie es nur geht. Auch wenn ich es emotional rüberbringe. Und der Sans Mines Classic TV-Rechte für die Vorführung dieses Zaubertricks sind nicht inkludiert. Die Vorführung im TV muss zuerst mit Sans Mines besprochen werden. Bedeutet, ich kaufe das Ding, es gehört jetzt mir, aber ich darf es nicht mal vor einem größeren Publikum präsentieren, sondern muss mit denen erstmal in Verbindung stehen, dementsprechend eine Lizenz zahlen, um das Ganze von einem großen Publikum beispielsweise im TV vorführen zu dürfen. WTF, das gefällt mir überhaupt nicht. Zusammengefasst, mag sein, dass es viele bekannte Profi-Zauberer gibt, die das Ding loben und benutzen und die sind die heftigsten damit. Das mag sein. Ich kann euch hier nur meine persönliche Meinung mit auf den Weg geben und meine persönliche Meinung ist, Digga, Schmutz, kauft das Ding nicht. Das ist das Geld nicht wert und es kriegt von mir auf meiner Gimmick-Review-Notenskala die Note 6 zum ersten Mal. Na gut, das war vielleicht nicht ganz richtig, dich auf den Tisch zu werfen. Drecksteil. Du bist doof. Ich mag dich nicht. Geh sterben. Das war meine Review zu Absolute Zero von Sans Mines. Dankeschön fürs Zuschauen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr zum nächsten Adventskalender-Türchen auf dem Matti-Kanal. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ihr habt auch gerade einen Buchstaben im Video gesehen. Falls ihr nicht gecheckt habt, was dieser Buchstabe gerade bedeutet hat, da klickt auf jeden Fall jetzt in der Endcard auf das Info-Video. Das war das erste Adventskalender-Türchen. Bis morgen, euer Matti und ciao. Spaß, hab's gerettet.